Willkommen bei Mutti in der Küche. Heute mache ich ein Rezept, das mir mein Bruder zugeschickt hat, weil er es gerade wieder gekocht hat und meinte, das wäre was für meinen Kanal. Und dann will ich das mal ausprobieren. Und zwar gibt es heute Spargelauflauf. Wir sind ja noch mitten in der Spargelzeit, da passt das gut. Ich sage euch mal, was ich dafür brauche. 1 Kilo weißer Stangenspargel. Ich habe den geschält und in Stücken geschnitten, habe hinterher gesehen, dass die 5 cm lang sein sollen. Bei mir sind sie jetzt kleiner. Aber ich denke mal, das ist egal. 250 Gramm gekochten Schinken habe ich auch schon klein geschnitten. Dann brauchen wir insgesamt 90 Gramm Butter für die verschiedenen Sachen. 40 Gramm Mehl habe ich schon mal abgewogen. Einen halben Liter Spargelbrühe. Ich habe die Spargelschalen ausgekocht und wie man Spargel schält und wie man den kocht, das kann ich euch auch noch mal hier verlinken in den Videos, wo ich das gezeigt habe. Also wer da nicht so sicher ist, das ist jetzt schon mal Spargelwasser mit etwas Salz aus den Spargelschalen und das fängt an zu kochen. Dann kommt der Spargel, wenn das jetzt richtig kocht, dazu und muss nur 5 Minuten gekocht werden. Dann nehmen wir ihn wieder raus. Im Rezept war das etwas länger, aber ich habe von meinem Bruder den Tipp bekommen, dass es sonst matschig wird. Ja, wir brauchen nachher für die Soße, wie gesagt, auch Butter, Mehl, Kräuterfrisch, Schmelzkäse, 125 Gramm. Dann kommt da ein 1/8 Liter süße Sahne dran. Oben drüber geriebener Käse. Ich habe hier Emmentaler genommen. Und, Semmelbrösel. Da sind sie. Ein Esslöffel Semmelbrösel. Das kommt dann alles drüber. Ich habe meine Auflaufform schon gefettet mit Butter. Da kommt das nachher alles rein. Das ist relativ einfach zuzubereiten und geht, wenn der Spargel jetzt gekocht ist, auch wirklich schnell. Den Ofen heize ich auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor. Und dann braucht das Ganze nachher auch nur 10 Minuten im Ofen überbacken, weil die Sachen dann auch soweit alle schon gar sind. So, jetzt kocht es richtig. Ich mache hier mal den Spargel rein, lasse den 5 Minuten kochen und dann geht es weiter. Die 5 Minuten sind rum. Ich nehme den Spargel raus. Der kann hier über dem Sieb abtropfen. Und dann werde ich auch gleich etwas von dem Spargelwasser in meinen Messbecher füllen, weil das für die Schwitze einfach besser geht. Wir brauchen ja etwa 1/2 Liter. Ich habe dann noch schön Spargelwasser übrig. Da werde ich mir nachher einfach ein Ei quirlen und da reinziehen und dann ist das eine schöne, klare Spargelsuppe. So, ich nehme jetzt mal den anderen Topf hier, mache meinen Herd wieder an und dann geht es weiter mit der hellen Schwitze. Inzwischen kennt ihr das alle. Denk mal, fast jeder weiß jetzt, wie es geht. Ich habe schon so viele Videos gemacht, wo das vorkommt, aber trotzdem zeige ich es gern wieder. Also, es kommen jetzt 40 Gramm Butter hier rein. Die werden jetzt zerlassen. Und wenn das flüssig ist, das geht jetzt recht schnell, weil der Herd ja heiß war, kommen die 40 Gramm Mehl dazu.
Das Ganze wird miteinander verrührt. Und wird dann auch relativ schnell anfangen, so Blasen zu schlagen. Das nennt man Schwitzen. Ihr wisst, was Schwitzen ist und ihr seht das, wenn ihr Butter und Mehl miteinander verrührt, dass es schwitzt. Jetzt geht es hier schon langsam los. Spargelbrühe angießen und rühren. Wenn das Ganze die Flüssigkeit aufgenommen hat, wieder Flüssigkeit nachgießen. Ordentlich rühren, damit keine Klumpen da sind. Das muss alles schön eine Masse werden. Ich denke mal, das wird bestimmt hier auch eine etwas dickere Soße. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja ein Auflauf. Kann schon alles ran. Geht schnell, wenn alles heiß ist. Trotzdem jetzt einen kleinen Moment erstmal durchköcheln lassen. Damit das Mehl auch so ein bisschen nicht mehr so nach Mehl schmeckt. Dann kommt jetzt gleich der Schmelzkäse drunter. Mit Zitronensaft und Salz wird abgeschmeckt. Sahne. Und dann kommen der Spargel und der Kochschinken dran und alles zusammen in die Auflaufform. So, dann werde ich mal jetzt den Schmelzkäse dazu tun, dass der sich schön auflösen kann. Kräuterschmelzkäse ist das. Oh, das ist schön dick. Hier mal ein bisschen Temperatur rausnehmen. Das muss ich erstmal auflösen, dass das alles eine Masse wird. Jetzt haben wir es. Dann kommt, ich habe mal so frisch gepresste Zitrone in so einer kleinen Flasche stehen. Das kann man im Kühlschrank ein paar Tage da haben. Ich trinke ja auch gerne Wasser mit einem Schuss Zitrone. Und den anderen Zitronensaft von meinen schönen Bio-Zitronen habe ich in Eiswürfelbehältern eingefroren. Da nehme ich dann immer so 6-8 Stück raus, tau die auf, fülle die wieder in meine Flasche. So. Jetzt etwas Salz noch dran. Und dann wollen wir mal gucken. Ich nehme es schon mal von der Flamme runter. Ich sage immer noch Flamme, weil wir früher einen Gasherd hatten. Ja, das schmeckt. Ganz kleinen Tuck Salz noch.
So. Jetzt kocht es nicht mehr, da kommt die Sahne noch mit dran. Und jetzt wird bloß noch zusammengebastelt. Spargel kommt wieder rein. Kochschinken. Halt. Das war der falsche. Das Ganze schön miteinander vermischen. Auf geht's. Alles in die gefettete Auflaufform. Nehme euch mein Silikonding. Ja, schönen Dank, Hans-Jürgen. Das sieht gut aus. Er hat sich das Rezept mitgebracht von der Heltra Spargelanbau GbR und dem Landgasthof Deiner. Die haben dazu geschrieben, viel Spaß beim Ausprobieren und Gelingen. Na dann, wollen wir mal schauen. Das sieht hier schon mal gut aus. Machen wir das mal alles noch ein bisschen auf eine Höhe. Gut. Käse drüber. 50 Gramm sind das. Habe ich auch noch nie gemacht. Spargel so hier mit Käse. Aber es gibt ja auch Pizza mit Spargel. Warum nicht? Ist für mich echt neu. So, das haben wir auch drauf. Dann kommt noch ein Löffel. Ah ja, ich habe jetzt keinen Esslöffel hier. Nehmen wir halt 2 bis 3 Teelöffel. Semmelbrösel. Soll man Butterflöckchen drauf setzen? Das machen wir dann auch mal, wenn schon, denn schon. Butter ist ja nie verkehrt beim Spargel. Butterflöckchen. Sieht ja jetzt fast aus wie ein Butterkuchen. Ja. Ich denke mal, das ist gut. Das sollten noch mal so 40 bis 50 Gramm Butter sein. Und das kommt jetzt auch hin. Also etwa noch mal so viel, wie wir für die Schwitze hatten. So geht das jetzt in den Ofen. 10 Minuten bei 200 Grad. Und dann zeige ich euch noch, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Das ging ja wirklich schnell. Danke fürs Rezept. Jetzt sieht er richtig gut aus. Ich habe den die letzten 3 Minuten nach ganz oben gestellt und habe auch den Grill dazu angemacht, weil mir das oben noch nicht genug gebräunt war. Also da war die Butter nur so zerlaufen und jetzt sieht es richtig gut aus. Ich stelle es mal wieder zurück, weil Hals. Danke für das schöne Rezept. Ich habe es gern ausprobiert und das war mit Sicherheit nicht der letzte Spargelauflauf. Und ich hoffe, dass ihr beim Nachmachen auch ganz viel Freude habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Mutti.